Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hausmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Wir fangen wie immer mit einem kleinen Rückblick an von der Woche. Was ist letzte Woche passiert? Es ist jetzt seit letzter Woche meine erste komplette Selbstständigkeit, raus aus dem ZDF, nur noch für mich arbeiten. Aber eigentlich wollte ich ein bisschen die Stunden reduzieren, von 80 runter auf 40. Ich habe das Gefühl, manche Typen sind dafür einfach nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, es wurde nicht weniger Arbeit. Aber es ist okay, es ist vollkommen okay, es macht Spaß. Und allein, dass ich schon mittags um 12 entscheiden kann, dass ich mal zum Sport gehe, dann mit Lola raus. Und genau hier wäre schon mal der Punkt für euch, dass ihr auf YouTube einschaltet, einfach um die aktuellen Trainingsfortschritte zu sehen. Die sind nicht außer Acht zu lassen. Aber was viel geiler ist, ich wurde heute auf ein Pressedinner eingeladen vom ehemaligen Küchenchef vom 1 unter 0. Silvio, kennst du den? Ja, kennst Kumpel, du den? Ja. Der macht jetzt sowas im UUU. Macht jetzt ein Pop-up, ja. Kennst du das? Ja, kenne ich auch. Aber kennst du auch das UUU? Ja, also ich war da noch nie, aber ich glaube, das ist auch eine ehemalige aus dem Aqua, die dort, eine Chinesin, die dort Chinesisch kocht. Richtig, ich bin da mal vorbeigelaufen und dachte mir, hä, also es sah aus wie so ein Sektentreffen von außen. Es waren nämlich so Rüschenvorhänge und halt so eine Tafel, die aufgebaut ist wie ein U. Ja. Und alle so drumherum gesessen bei so ein bisschen Kerzenlicht. Also es hätte nur so eine Jungfernopferung gefehlt und dann wäre es komplett gewesen. Und dann kurz reingegangen, geklopft, was geht hier? In der Nähe ist ein Konzept, ist ein kulinarisches Konzept. Ja, ist cool. Sollen die besten Chao Long Bao dort geben. Echt? Ja. Aber sind die jetzt noch aktiv? Weil jetzt ist also ich war jetzt beim Papa wahrscheinlich nicht, aber normalerweise, ich glaube, Pierre war auch nicht vor allzu langer Zeit dort. Ja. Muss ich mir nochmal so anschauen, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ihr kriegt jetzt über die Stories mit, was da heute Abend geht. Ach, was noch wichtig ist, die ernsthaften Gespräche mit dem Verlag haben begonnen. Alle Fragen ständig wegen Kochbuch, Rezeptbuch, hier, bababa. Es gab viele Anfragen, die haben mir auch Bücher zugeschickt und da war wirklich viel, viel Kacke dabei. Eins hat letztens Anna bekommen von Russisch Raclette. Nämlich das Harry Potter Kochbuch, das soll ich mir mal angucken, ob es in die Richtung geht. Das ist wirklich komplett absurd. Und bevor ihr jetzt komplett aufgeregt, abkackt, gehen wir einfach direkt über zum heutigen Gast, auf den ich mich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit freue. Denn seitdem ich hier in Berlin lebe, ist mir sein Laden ein Begriff. Es wurde mir empfohlen, nicht nur wegen dem Essen, was es dort gibt, sondern auch, weil es aus, damals hatte ich noch meine Marketingagentur, weil es aus Marketing-Sicht einfach ein genialer Schachzug ist. Es ist nicht die Bude, für die man sie halten könnte. Man geht da rein und man stößt auf ein Konzept, was durch die Bank weg einfach durchdacht ist. Man sieht Kunst in dem Laden, man sieht, dass die Gerichte ein Konzept dahinter haben und eigentlich geht es da nur um Kartoffeln, besser gesagt um Pommes. Und sein Laden heißt Goldies und mit Slogans wie frittiere nicht dein Leben, frittiere deinen Traum und einzigartigen Pommes-Kreationen heben sie sich einfach von ganz normalen Frittenbuden ab. Und damit heiße ich dich hier willkommen, lieber Vladislav Gachin, ist das richtig ausgesprochen? Vladislav Gachin, ja. Nochmal bitte? Gachin. Gachin. Ja. Vladislav Gachin, ich sag halt einfach mal Vladi, der Einfachheit. Vladi einfach, genau. Einfach Vladi, genau, ist am besten. Vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Ich hoffe, dass wir so ein paar Insights bekommen, denn wenn ich Gäste empfange aus, weiß nicht, irgendwelche Kumpels kommen, ich besuche aus Frankfurt oder ich musste für ZDF immer mit vielen Influencern oder Promis, habe ich so kleine Foodtouren gemacht vorweg. Ja. Und die habe ich eigentlich entweder zu deinem Laden in der Oranienstraße geführt, in dein Flagship, ins Goldies. Oder in die Griffestraße zum Burger. Jawohl, oder zum Smashburger, ja. Der aktuell von sehr, sehr vielen bekannten Menschen mir eingeschlossen als einer der besten Burger Berlins gekoren wird mit deinem Smashburger. Danke, danke. Er ist auf jeden Fall Geschmackssache, aber wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe, ja. Ich finde es affengeil. Ich finde es wirklich geil. Ich meine, ja. Danach bist du halt fertig, muss ich sagen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber das ist vollkommen okay. Achso, bevor wir irgendwas machen, wir natürlich essen wir wieder. Heute bestellt Pizza von Magic John. Wenn du es schaffst, zwischendurch. Ich habe hier ein bisschen was mit Pepperoni. Ich habe gedacht, es darf was mit Trüffel darf nicht fehlen. Ja, nice. Mit Jalapenos und das ist die Al-Wodka, glaube ich. Und genau. Ist das Al-Jalapeno oder das Olive? Jalapeno, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gab, aber wenn, umso geiler. Ja, ja. Ich fände es geil. Geil. Und ansonsten hatten wir heute die erste Bestellung von Toni. Es hat zeitlich, die kam gerade eben rein. Das heißt, wir trinken noch einen kleinen Wein dazu.
ist ein Riesling von Werner. Wir wollten ja hier eigentlich bald mal irgendwie Tony D's Wein der Woche noch mit reinnehmen. Aber der muss mir noch eine Sprachnachricht schicken mit irgendeinem kleinen Jingle, dass wir das irgendwie machen. Kennst du Tony? Also ich habe öfter über den Weg gelaufen, aber nicht so richtig, ne. Etwa in der Brasserie La Masseur? Das weiß ich nicht. Der war ein paar Mal bei uns, glaube ich, zum Essen und so. Aber wir haben uns jetzt nie so richtig unterhalten. Bist du jetzt noch nicht dazu gekommen? Na, wenn es nicht ist, Toni, wenn du reinhörst, komm mal bei irgendwo bei von Goldies. Die freuen sich. Und was ich so geil finde an diesem ganzen Konzept ist, die Leute, die so meine Vita kennen, die wissen, okay, am Ende irgendwie Sterne-Gastro, dies, das. Und bei euch genau so. Sprich, das Erste, was mir gesagt worden ist, ja, die Jungs, die es gegründet haben, das hast du ja nicht alleine gegründet, sondern noch. Nee, genau, mein Partner, der ist heute nicht dabei. Der ist nicht so oft vor der Kamera und so am Start, aber der ist so ein bisschen der Computer, der das am Leben hält. Und ich bin so ein bisschen der Kreativkopf. Und ja, der ist noch im Büro. Aber ja, wir haben das zu zweit, wir haben es eigentlich zu dritt gegründet, aber unser dritter Partner ist damals recht schnell abgesprungen und dann waren wir zwei Köche auf uns alleine gestellt. Denn ihr seid gelernte Köche. Wir sind gelernte Köche, ja, genau. Und ihr wart lange... Keine Betriebswirte, nee. Und ihr wart lange in der Sterne-Gastro tätig. Ja, also ich persönlich habe nie was anderes gemacht außer Sterne-Gastro. Ich habe meine Ausbildung in der Sterne-Gastronomie gemacht. Ich bin danach ins Aqua gegangen. Also ich habe meine 6-7 Jahre, die ich im Beruf verbracht habe, quasi nur in der Sterne-Küche verbracht. Bei Caio. Caio hat auch im V gekocht. Ich habe dort aber Ausbildung gemacht. Ja. Das gibt es jetzt leider nicht mehr, von Kolja Kleberg. Ja, genau. Der früher auch Gitarre gespielt. Das habe ich gegoogelt, was er heute macht. Und er macht noch Palazzo ein bisschen, aber das Restaurant, das gibt es nicht mehr. Aber er war auch im Fernsehen bei irgendwelchen Auftritten mit der Gitarre. Ja, Küchenschlacht, alles hat er früher gemacht. Bei mir habe ich eher so Sachen gefunden, wo er mit Gitarre da stand. Und ja, auch. Aber früher war der in aller Munde, aber genau, das ist so ein bisschen die Generation... Schubeck und so, die jetzt nicht mehr so präsent ist im Fernsehen. Gut, ja. Schubeck sowieso nicht, aber, ja. Aber grundsätzlich, genau, das ist jetzt nicht mehr so, der für junge Leute spricht er wahrscheinlich nicht mehr so an, die kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr so. Vermutlich nicht. Nee. Aber das erste Sterne-Restaurant Berlins, ist das richtig? Sagt man, ja, es gab noch eins vorher, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall das, was am längsten einen Stern gehalten hat. Also bis es zugemacht hat, war es, glaube ich, bei 17 oder 18 Jahren mit einem Stern. Also seit den 90ern? Ja, genau. Das war vom, das hat er auch übernommen vom Josef Viehhauser, glaube ich. Ja. Und genau, das ist so ein ähnliches designtes Restaurant, gibt es auch in Hamburg, das Le Canard Nouveau. Ja. Was früher dem Allgün-Gemisch gehört hat. Aha, ja. Das ist so eins zu eins dasselbe Design von dem, der den Hauptbahnhof gebaut hat oder die... Der Architekt, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Den Hauptbahnhof gebaut hat? Ja, in Berlin. Das ist auch der Architekt vom V gewesen. Vom Berliner Bahnhof, vom Neuen. Ich habe schon das gebaut. Ja, das ist ein recht bekannter Architekt und der hat auch das Restaurant designt damals. Was hat dich dazu bewegt? Ich meine, du bist wahrscheinlich, also du bist aus der Ukraine irgendwann rübergekommen. Genau, ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, dann habe ich in Dortmund gelebt, ja. In Dorsfeld, im Nazi-Kiez quasi, groß geworden, im Ghetto. Und dann habe meine Mutter jemanden kennengelernt und dann sind wir, als ich mit der Grundschule fertig war, nach München gezogen. Dort habe ich so ein bisschen meine Jugend verbracht und dort kam dann so mit meinem Freundeskreis zusammen, ist dann die Passion so mit 14, 15 entstanden, Koch zu werden. Aber noch in München? Noch in München war mir klar, ich wollte Koch werden, da bin ich noch zur Schule gegangen. Da hatte ich einen netten Zufall, dass eine meiner besten Freundinnen ihr Bruder gerade Ausbildung im V gemacht hat, der übrigens jetzt ein sehr erfolgreiches Catering-Unternehmen hier in Berlin leitet. BC, ja. Berlin Cuisine. Und der meinte dann, ja, komm doch mal zum Praktikum nach Berlin so. Und dann habe ich kann ich mich noch gut erinnern, das war ich 17, glaube ich, da habe ich meine Sommerferien in Berlin verbracht und mit gratis arbeiten quasi und habe 6 Wochen meine Sommerferien mit Praktikum, 15 Stunden Arbeiten am Tag verbracht und da wusste ich auch, ich will das werden, da habe ich mir dann meinen Ausbildungsplatz auch gesichert und bin dann 2 Jahre später nach Berlin gekommen zur Ausbildung. Das heißt, deine Familie ist immer noch in München? Meine Mutter lebt immer noch in München, ja. Ja.
Also kein Ur-Berliner, du hast ja irgendwann gesagt, Berlin nee, ist ich bin Ding, so du bist dann nie wieder weg. Doch, klar bist du weg, Logo. Ja, ich bin so zwischendrin war ich in Wolfsburg, aber das war eher so, da hatte ich auch eine Wohnung, aber ich bin eigentlich mehr gependelt. Ich war am Wochenende immer hier, weil es in Wolfsburg nicht so viel zu tun gab, ja, außer kochen. Oder durchfahren. Oder durchfahren, genau. Aber du warst dann mit Kayo zusammen genau, beim 3-Sterne-Restaurant Aqua genau. von Sven Elberfeld. Genau. Den kennen vielleicht einige aus Kitchen Impossible, da musste er eine schwarze Kirschtorte ah, ja. backen. Ja, es ist schade, weil er eigentlich ist ja Konditormeister, das ja, hat sehr gestellt gewirkt alles, aber ja. Hat nicht so richtig geklappt, ja, aber ich verstehe das auch, ey, da machst du seit Jahren, hast du es ja nicht mehr angefangen. Naja, dass die ihm 0 Punkte da geben für eine Torte, die sehr stabil aussah, technisch vielleicht nicht einwandfrei war, schon heftig. Wie lange warst du bei ihm? 2 Jahre. 2 Jahre. Genau. Und danach kam dann der Schritt, wo ihr gesagt habt, Kam in Wolfsburg, da es war, Kayo wollte sich separat von mir, wollten wir uns beide schon immer selbstständig machen. In Wolfsburg haben wir auch ziemlich viel Zeit privat dann halt verbracht nach der Arbeit. Und da hat sich das halt so langsam herauskristallisiert, dass wir auf jeden Fall uns selbstständig machen wollen. War noch nicht klar, dass wir uns zusammen selbstständig machen wollen und dann haben wir aber so angefangen rumzuspinnen. War noch ab und zu leicht stoned und da kam dann so langsam so die Idee, dass in Berlin halt die Burgerläden immer noch wie Pilze aus dem Boden springen, ohne besondere Neuerungen und aber allgemein in Deutschland, neben Holland und Belgien eigentlich sehr, sehr viel, wir sind auch ein Pommesland, wir sind zwar nicht ein offizielles Pommesland, so wie Belgien oder Holland, aber wir konsumieren so mit am meisten Tiefkühlpommes so in Europa. Ja, woher hast du das her? Also ich habe mir so ein paar Statistiken angeguckt, ja. Aber lass mich jetzt lügen, wie viel es genau sind, aber es sind unglaublich viele Tonnen, die im Jahr in Deutschland verzehrt werden und da wurde uns klar, ob du zur Currywurst, zur Bulette, also Schnitzel, so Pommes ist in Deutschland überall in aller Munde und mittlerweile so in dieser Imbisslandschaft so immer die Standardbeilage. Und da haben wir halt für uns festgestellt, okay, das ist ein sehr beliebtes Produkt, aber das hat immer noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Mhm. Und so kam die Idee, dass wir die Pommes halt als Beilage zum Hauptgang und näher zur Hauptspeise rücken und mehr in Fokus stellen. Und so kam so ein bisschen die Idee vom Goldies. Finde ich geil, weil Pommes gehen halt wirklich immer, sprich wenn, ach keine Ahnung, auch so in der Kneipe oder sowas oder auch im Fine-Dining-Bereich, ob es jetzt zum Tartar ist oder ob es jetzt zu Mulfrit beispielsweise ist, Pommes sind eines der geilsten Fast-Food-Gerichte, die du machen kannst. Schmecken selbstgemacht richtig geil, aber auch tiefgekühlte gibt es geile, so ist das so ein Riesenspektrum. Was wäre dein Tipp für tiefgekühlte Pommes, die du empfehlen würdest, die man als Normalverbraucher kaufen kann? Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Produkten, die es im Supermarkt gibt, weil da gibt es oft nicht die Produkte, die es auch in Gastro-Shops gibt. Aber ich kann... Ich immer diese handgeschnittenen McCain-Pommes, die waren so... Die haben die so gewählt, so ein bisschen. Wie wir? Nee, der Villa Kennedy, wo ich gelernt habe. Ah, okay, ja. Ich finde nämlich, genau, McCain, ich finde persönlich, ich finde so Crinkle Cut Fries für privat ziemlich gut, weil die kann man auch im Ofen backen und sind trotzdem mehr kross als noch normale so. Ja. Wenn man keine Fritteuse hat, würde ich wahrscheinlich sowas empfehlen. Aber ich persönlich von so Fertigpommes bin absoluter Curly Fries Fan. So. Ja, ist geil. Das sind die geilsten, finde ich eigentlich. Wobei ich auch mag auch diese... Die schmecken auch selbstgemacht nicht so krass wie die gekauften. So. Curly Fries? Ja, weil die haben diese Stärke, Gewürzummantelung immer. Und die müsstest du halt aufwendig selber halt machen. Anstatt wenn du sie ganz klassisch frittierst, dann sind sie halt einfach nur wie gekrinkelte Pommes. So. Ich finde den Pommes Nelly Talk jetzt schon geil. was ich mal wieder gesagt bekomme oder gefragt bekomme, sag mal, Tim, wieso bist du nicht in der Sterne-Gastro geblieben? Das wird auch mega gut bezahlt. Nee, das ist genau der Unterschied. Da kam dann kurz so eine Stille von mir, danach ein hysterisches Lachen. Und dann Augenrollen, weil es ist einfach leider so, dass man in der Sterne-Gastro eben nicht gut bezahlt wird. Also bei uns verdient der Spüler mehr als der Chef de Party im Aqua, sage ich dir. Ja, das, war. Oder das, weiß ich nicht, das, also das ist jetzt nee, halt nur daher gesagt, ja. Kann ich gar nicht sagen, aber in meiner Erfahrung auch, was ich so verdient habe, der verdient bei uns jeder Mitarbeiter mehr. Bei euch bei Goldies? Ja. Ja. Ich kenne es aus vom Spüler jetzt bei der Kennedy, die waren auch immer besser verdient als wir als Jungköche oder als Azubis.
Du arbeitest quasi nur für deinen Lebenslauf, wenn du in dieser Art von Küche arbeitest. Richtig, du lernst. Für dich selbst halt und für den Lebenslauf. Manchmal hast du Glück, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, bei so kleineren Schönerläden bist, wie jetzt, kann ich mir vorstellen, Horvath und sowas, kenne ich jetzt ein paar Leute, die halt ganz geiles Trinkgeld kriegen so, und dadurch stocken die es halt nochmal auf. Aber nicht jeder drückt es halt ab. Ne? Das gibt es bei uns auch, aber klar, in der Sternenküche ist das Trinkgeld natürlich etwas mehr. Aber da musst du halt auch Glück haben, wenn du dann einen schönen Laden hast, wo die auch ein faires System haben. Ja. Und nicht der Kommi dann am wenigsten kriegt. Wo es dann quasi nach... Das kenne ich auch noch von früher, das ist nach Punktesystem. Dass du quasi umso höher du stehst, umso mehr Geld kriegst. Ja, das finde ich nicht ganz richtig. Nee, finde ich auch nicht richtig. Also, genau, jeder, der mitarbeitet, sollte gleich viel kriegen, so finde ich. Und dazu kommt noch so ein Fakt, wir hatten mal ein Boutique-Festival in Frankreich. Ne? Wir hatten ja irgendwie mehrere Festivals gemacht und vermarktet, und eins war in Frankreich bei Bordeaux. Und da habe ich dann so ein bisschen mitgemacht, Produktion, aber ich hatte auch die Aufgabe mit zwei Kumpels ein Gourmet-Restaurant zu führen. Also du musst dir vorstellen, es war... Als Projekt sozusagen. Ja, wir haben überlegt, da müsste eigentlich ein Restaurant hin. Ja. So, und die Franzosen haben Bock drauf. Das waren halt so Münchner Schickeria und ein paar Berliner und der Rest waren Franzosen. Und die sind da zusammengekommen und haben da 7 Tage lang die Musik nicht ausgemacht. Das war auf dem Berg, umgeben von so einem Fluss mit Frischwasserquelle und alles so ein bisschen natürlich und so. Aber halt alles sehr schicke Menschen. Und jetzt haben wir uns überlegt, warte mal, wir sollen da jetzt quasi Gänge schicken auf dem Festival, wo offensichtlich die Menschen so dermaßen drüber sind, dass sie vermutlich nichts runterkriegen. Weit gefehlt. Wir haben das da drüben gerissen. Wir haben über 6 Abende 2 Seatings gemacht mit 35 Packs pro Seating. Also war so ein kleiner Laden. Und am Ende haben wir in die Bücher reingeguckt und wir hatten halt auch so eine Food Court, wo ein Pommesstand war. Und dieser Pommes, das gesamte Restaurant hat einen Umsatz von nur 10% ausgemacht von diesem Pommesstand, der ja nichts anderes zu tun hatte, außer Pommes zu stanzen und Pommes zu frittieren und dazu irgendwie gekaufte Mayonnaise und gekaufte Ketchup zu probieren. Und da denkst du in diesem Moment, das kann nicht wahr sein. Also es war ja nur eine Person. Das Restaurant wurde ja quasi von 6 bis 7 Leuten geführt, plus dann noch Buchhaltung und Riesenaufwand, Vorbereitungszeit. Und da denkst du dir, alles klar. Und das war damals meine Überlegung beim Suppenstand. Ich werde auf gar keinen Fall irgendwas machen, was sehr aufwendig ist, irgendwas, was wenig Warenwert hat, wenig Arbeit ist und was irgendwie umsatzstark ist. Und deswegen fand ich die Idee von Goldies schon allein aus BWL Ansicht einfach genial. Ja, klar. Das dachte ich auch am Anfang. Also es ist schon mit den frischen Kartoffeln ist das halt schon so ein Ding, weil die kosten quasi fast genauso viel wie Fertigpommes, nur dass du sie noch um die Hälfte wegfrittierst. Also die sind eigentlich doppelt so teuer. Kann man immer so als Roundabout kannst du immer rechnen, dass unser Produkt immer mindestens doppelt so teuer ist wie eine gute Fertigpommes, weil man sagt, dass der Frittierverlust bei 30% liegt beim Vorfrittieren, aber es ist bei ungefähr 50%, wenn man es gut machen möchte. Und darum ist es schon, also für den Deutschen oder so im ersten Moment nicht ganz ersichtlich, wieso so eine kleine Portion Pommes über 3 Euro kostet. Das muss der erstmal verstehen. Und das war bei uns auf jeden Fall auch ein langer Prozess, weil wir auch mitten im linken Kiez sind, in der Oranienstraße da. Mhm. Aber das haben wir dann schon ganz gut hinbekommen. So. Es ist halt die Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Klar, weil es ist ja offensichtlich, dass Preise steigen, alle Kosten irgendwie höher werden. Da gehen wir natürlich auch mit, aber wir können natürlich nicht anteilig die Preise erhöhen, so wie die Preise hochgegangen sind. Ja, klar. Wir können ja den Gast nicht komplett ficken. Aber am Ende müsst ihr natürlich auch schauen, dass es für euch rechnet. Ihr habt Mitarbeiter. Genau. Du hast mir gerade hier, bevor es losgegangen ist, gesagt, ihr habt 22 Mitarbeiter. Insgesamt ja, auf beide Läden verteilt, genau. Wo sind die alle? Also. Naja, im Burgerladen sind jetzt am Abend sind mindestens 5 Leute auf 7 Quadratmeter da, weil es so viel ist. Und im normalen Laden sind auch mindestens 4 pro Service. Ja. Und mindestens und halt, dann sind halt immer in Schichten noch Leute, die produzieren. Mhm. Weil bei uns wird ja tatsächlich über 60% selbst gemacht. Also bei uns ist jeder Mario hausgemacht sozusagen im Laden, selber hochgezogen und so. Also es ist ein Aufwand, wo wir jetzt zur Wirtschaftlichkeit, wo sich jeder halt, jeder Betriebswirt kopfschüttelnd angucken würde. Aber
wir sind halt der Meinung, das ist halt unser Stammladen, das werden wir auch nicht verwenden. Wir sind natürlich Sachen dabei, outzusourcen und produzieren zu lassen und da passiert sehr viel, aber das ist trotzdem wahnwitzig, für Fastfood alles selbst zu machen. Also das ist nicht normal. Wenn man in deinen Laden reingeht, in eure, ich sag mal, jetzt einfach dein, aber ich weiß, dass natürlich viele Menschen dahinter, weil jetzt einfach der Einfach halt dein reingeht, dann wird man ja jetzt, das ist jetzt nicht die typische Knopke oder andere Currywurst oder Pommesbude. Ihr habt einen gelben, weiß nicht, was ist das? Epoxidharzboden. Epoxidharzboden. Es hängt eine Discokugel rum, eine Palme steht da auch, glaube ich, irgendwo. Die ist jetzt nach 6 Jahren weggekommen, weil die ein bisschen veraltet war. Die Palme? Ja, und wir sind gerade dabei, unserem Gastraum, der ist gerade in Planung, umgestaltet zu werden, weil der natürlich nach 6 Jahren einen frischen Anstrich braucht. Man hat ist ein bisschen runtergekommen langsam. Neonröhren in Form, genau, im Form Pommes. Pommes. Pommesstäbchen, ne? Also goldene quasi. Pommesstäbchen, ja, die an der Decke hängen. Wenn man runtergeht, wird man irgendwann von einem Röhrenfernseher begrüßt, genau, vom Klo, auf dem, glaube ich, gezeigt wird, wie eine Pommesgabel sich unter Hitze verbiegt. Ja, die werden frittiert tatsächlich in verschiedenen Aggregats, also in verschiedenen Temperaturen. Mit verschiedenen Ölen. Das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Technoladen in Offenbach, Frankfurt kennst. Ja, klar, war ich auch schon, ja, das ist cool. Wo halt oben die Röhrenfernseher stehen, ja. Ich war halt sofort so in so einem Backflash nach zu Hause, als ich da runtergegangen bin. Und ihr habt geile Werbeslongs, die euch irgendwie abgehoben haben. Weiß nicht, hast du mir kurz vorher gesagt, mir wurde natürlich gesagt, das hing mit Dojo zusammen. Auch, aber viele Sprüche kamen, also was du vorhin auch hier zitiert hast, das ja, waren unsere, die wir mit so zustande gekommen, dass wir wirklich mit Freunden gebrainstormt haben und Sprüche kreiert haben. Ja. Das hat dann Dojo für ein Jahr ein bisschen so übernommen, noch ein bisschen auf ein neues Level gehoben. Genau, und jetzt machen wir das wieder quasi so ein bisschen selber. Haben die damals auch das Instagram-Profil so gemacht? Nur, also für ein Jahr ungefähr, ja. Okay, weil das ist ja auch so eine Entscheidung, um nur kurz in diese Gründungsphase reinzugehen, weil wenn wir jetzt irgendwelche Köchin da draußen, Gastronomen haben, die zuhören und sich irgendwann entscheiden, in welche Richtung sie, ich meine, viele meiner Freunde, die halt irgendwie ständig Köche aus Toulouse-Lautrec oder im Horvath sind, bei denen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwann sagen, ey yo, ich lasse das alles mit dem Fine Dining, ich mache jetzt wirklich einfach nur Soul Food und Street Food, obwohl es ja, ich finde, würde in den meisten Fällen sehr gut ankommen. Ja, exakt. Einfach, dass du so ein bisschen das Fine Dining mit Street Food verbindest. Ne? Wie war denn bei euch der Prozess, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt Pommes, aber wir gehen da all in, wir nehmen noch irgendwie eine Agentur mit dazu und wir blasen das Ding. Das mit der Agentur, das kam so ein bisschen später. Also mit der Agentur wollten wir eigentlich richtig zusammengehen und tatsächlich eine Firma zusammen gründen und Projekte zur Beteiligung machen. Das ist nie dazu gekommen, also das ist in den Verhandlungen dann, also das ist ins Leere quasi gelaufen. Jetzt sind wir quasi, also genau, die sind ja auch im Kiez, aber quasi jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen. Das war quasi nur ein kleines Intermezzo, aber wir selber haben tatsächlich noch nie so richtig Geld in Marketing investiert. Noch nie so richtig viel, ne. Also unser Marketingbudget ist jetzt zum ersten Mal, also die Zahl kann ich nicht nennen, aber ein bisschen hoch, also quasi fast wie ein Mitarbeiter. Aber bis vor 2-3 Jahren oder so in der Anfangsphase, die ersten 3,5 Jahre oder 4 Jahre waren es mit Freunden zusammen und so ein bisschen auf einen alleine gestellt, genau. Also auch die CI und so, das haben alles wir kreiert quasi. Aber jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, wenn man als Chef de Party oder als Demi kocht beim Aqua und du kommst jetzt nach Berlin und willst einen Laden eröffnen, ich glaube 2016 habt ihr eröffnet, das sind ja erstmal sehr hohe Summen, mit denen ich habe ja kurz davor gestellt, mal was aufzumachen, das sind wirklich gigantische Summen, die du investieren musst. Ja, ja, also wir haben auch einen Kredit aufgenommen von der Bank und so. Das heißt Businessplan geschrieben? Businessplan, sogar Gründerzuschuss vom Arbeitsamt geholt, für ein halbes Jahr. Sehr ausführlichen Businessplan geschrieben und uns dann halt auf Geldsuche gemacht quasi. Zu zweit? Zu dritt damals noch. Ja. Ja. Okay, und dann habt ihr quasi. Und bei einer Bank hat es dann halt geklappt. Genau. Ihr musstet die mehrere Anläufe nehmen? Ja, tatsächlich, ja. Ja, okay. Witzigerweise sind viele von den Ansprechpartnern Jahre später in unserem Restaurant gekommen
Und haben dann auf einmal gemeint, ja, jetzt könnt ihr, hey, wie geil ihr das alles macht. Die euch quasi abgelehnt haben. Ja, ja. Also nicht, sie haben es ja nicht per, ja. Sie haben ja nicht die Entscheidungsbefugnis dafür zu 100%, aber das sind ja so, das sind ja Prozesse, die das ablehnen. Aber ja, es ist natürlich, wir sind bei der Deutschen Bank und die haben uns natürlich gut Geld gegeben, muss man schon sagen. Aber haben wir jetzt tatsächlich den kompletten Kredit von damals, haben wir jetzt vor einem Monat die letzte Rate getilgt gerade. Ihr seid schuldenfrei. Ja, genau. Ja, geil, Glückwunsch. Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht so einfach, weil Gastronomie ist erstmal nicht so das geilste Konzept, um damit anzukommen. Bei der Bank, genau. Zu sagen, ich ist jetzt seit Corona wieder besser geworden. Tatsächlich. Jetzt wird wieder mehr Geld in Gastronomie wiedergegeben, weil Immobilien natürlich wieder schlecht sind und darum wird sich viel auch bei sowas geguckt. Und es gibt ja mittlerweile viele neue Ideen, die bei der Bank wirklich auch interessant sind. Also skalierbare Ideen, sei es Ghost Kitchen-Konzepte oder sowas. Ja. Also das wird für Banken auch wieder spannend. So. Weil wir waren gerade zufällig bei der Bank und haben so ein bisschen uns darüber unterhalten und tatsächlich kommt das jetzt wieder mehr so. Naja, wenn du gerade zufällig bei der Bank warst, dann scheint ihr irgendwas zu planen. Also das war jetzt nur, um zu gucken, aber wir planen tatsächlich was. Ja. Ihr könnt euch im Sommer auf was gefasst machen. da gibt es auf jeden Fall bald mehr Burger. Und genau, wir machen diesmal einen sehr großen Laden auf, an einer sehr hochfrequentierten Lage. Und ein sehr großes Projekt. Da haben wir auch zwei Partner drin. Da sind wir gerade in der Küchenplanung und bald geht der Umbau los nach der Internorge. Das war eigentlich meine Abschlussfrage für das heutige Gespräch, was eure Pläne sind, aber ich meine, das hat sich gerade so angeboten, deswegen muss ich fragen, bist du auf der Internorge? Ja, zufällig tatsächlich, ja. Ja, ich auch. Ja, cool. Dann genau. Sieht man sich da auf jeden Fall. Fall. Wir sind das Ganze. Was hast du vor? Na, wegen Küchengeräten, wegen verschiedenen Firmen für amerikanische Fastfood-Küchengeräte, die so hier in Deutschland nicht existieren. Und dann gibt es halt einen Hersteller. Und es geht auch so um Bestellterminals. Es geht um Digitalisierung. Ja. Das ist ein großes Thema, um Küchensoftware. Tatsächlich ist es so heutzutage, man denkt früher noch an so eine klassische Küche, aber unsere Planung, die passiert gerade, um sozusagen auch den Next Step zu gehen. Natürlich auf den Küchengeräten, aber vor allem auf der Technik dahinter. Die ganze Vernetzung ist zum Teil heutzutage im Bereich Fastfood. Das sind diese Bildschirme, die da hängen und nicht mehr mit Bons arbeiten und dann auf Abruf, dass der Mitarbeiter genau weiß, was er zu tun hat. Und da gibt es immer mehr interessantere Softwares und Programme und die gucken wir uns gerade so ein bisschen an. Also ihr wollt das komplett durchprofessionalisieren? Wir sind da auf dem Weg dahin, aber wir haben keine Eile, nichts überstürzen und wir kriegen auch viele Anfragen für Franchise und so. Das ist nicht so, also wir werden das so langsam Step für Step aufbauen. Ihr habt auf jeden Fall einen richtig geilen Ausgangspunkt dafür, weil der einzige, ich empfehle, wenn ich einen Burger empfehle für Berlin, dann muss ich einfach immer noch sagen, Preis-Leistung überall erhältlich. Wenn ihr nach Berlin kommt, ihr wart vorher noch nicht hier, dann schicke ich die meistens zu. Das Altrück, freut mich. Auch zu dir, aber auch das wollte ich nicht sagen. Ich schicke die leise Bürgermeister. Das kann ich auch sehr empfehlen, ja. Also in die alte Pissbude eigentlich am liebsten, weil da hat mich mein Onkel irgendwie vor 20 Jahren mal hingeführt, der hier irgendwann nach Berlin gezogen ist und diese Pissbude ist mir angetan. Ja. Und ich muss sagen, es ist einfach solide. Ja, auch ein absolut durchdachtes Supersystem. Also es ist wirklich, wenn jemand im Fastfood-Bereich ein cooles System sich aufgebaut hat, dann ist es auf jeden Fall Bürgermeister. Der hat zum Teil bessere Abläufe wie Five Guys und so. Also wenn man in der Materie drin ist und genau hinguckt, dann weiß man, der hat das viel richtig gemacht. Fast schon durchgespielte Spiele. Ich verstehe nicht, warum er noch nicht in anderen Städten ist. Er ist auf dem Weg da. Ich habe so Gerüchte gehört, es geht in London bald einen Laden auf. Ja. In London und ich glaube, es kommen auch andere Städte. Ich hatte letztens abgestimmt. Wo wünscht ihr euch den nächsten Bürgermeister? Hamburg, Frankfurt, München? Also es ist, glaube ich, Stück für Stück. Das kommt auf jeden Fall, glaube ich. Aber ihr seid, die sind natürlich auch ein paar Jahre voraus. Ja, da ist jetzt auch ein fetter Investor drin, irgendein Ami oder so, habe ich über ein paar Ecken gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sieht man ja. Gefährliches Halbwissen, wir lieben sowas, perfekt. Das geht jetzt auf jeden Fall richtig ab. Man sieht ja, der expandiert in einem rasanten Tempo. Es ist so krass. Finde ich persönlich zu schnell, aber das ist bestimmt sehr lukrativ.
die Qualität wird sich wahrscheinlich irgendwann nicht danken, aber wir werden sehen. Bis jetzt macht es mal noch ganz gut. Ich muss sagen, gehen wir mal in die neuen Läden rein. Ich wohne in Friedrichshain, der hat auch einen neuen an der Warschauer, Straße. Der ist richtig stabil, so, also muss ich auch sagen, hole ich ja auch ab und zu mir einen Burger. So. Also ich gehe ja nicht bei mir Burger essen. Gar nicht? Naja, schon ab und zu, aber jetzt nicht regelmäßig. Kennst du es ja, das, was man selber kocht, das kann man immer nicht so richtig essen. Volle Kanne, das ist das schönste Frühstücksbuffet, was du irgendwie jeden Tag anrichtest, das kannst du irgendwie einfach nicht mehr sehen. Genau. Ne? Das ist langweilig. Und wenn du die ganzen Sachen konzipiert hast und denkst, dann ist es halt nicht mehr dieses, die Aufregung ist nicht mehr da, so unbedingt essen Kommen zu müssen. Kommen die Rezepte von euch? Ja. Von dir? Ja, also zum größten Teil. Ich entwickle die, ich kreiere die und dann gebe ich diese und dann gehe ich die mit Kayo durch, dann kommt neuer Input, dann werden die angepasst, dann werden die ein- bis zweimal probiert, manchmal auch dreimal und dann werden die in die Küche reingegeben, dann werden die systematisiert und dann gehen die los sozusagen, genau. Weil ich glaube, das haben wir ja gar nicht richtig erklärt, was Goldies denn eigentlich ausmacht, neben fantastischen, wirklich sehr guten Pommes. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es vergessen haben, ist ja, dass ihr da Kreation habt, wo man direkt merkt, das sind nicht irgendwelche, das sind Menschen, die haben fundiertes Kochwissen hinten dran. Es gibt Pommes mit Pekingente, es gibt Pommes mit Trüffel, es gibt Pommes mit Roastbeef obendrauf, es gibt ein Bananasplit-Pommes-Dessert. mittlerweile gibt es auch einen Fried Chicken Burger, den liebe ich sehr. Ja. Den mag ich fast noch mehr als den Smash Burger, den mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich stehe auch einfach auf Fried Chicken, das ist genau mein Ding. Und das, wenn ihr zu Goldies geht, habt ihr einfach so ein Gesamtpaket. Das klingt jetzt sehr nach Werbung, aber ich muss einfach sagen, ich stehe sehr hinter dem Laden, deswegen bin ich heute so aufgeregt, dass Vladi da ist. Ihr habt so ein Gesamtpaket von Berliner Kiez auf die Schnauze. Geiles Konzept, Kunst in dem Laden, familiäres. Ich finde, es ist sehr familiär. Du hast mir auch schon mal was zu essen rausgebracht. Du bist ja auch schon mal da gewesen. Ja, ich stehe jetzt nicht mehr so viel hinterm Tresen oder besser gesagt gar nicht tatsächlich, aber ich stand tatsächlich jetzt 4,5 Jahre nonstop da und auch gerne. Und unsere Mitarbeiter haben auch da das läuft genau, der Chef noch selber, was soll und man sagen? Unsere Mitarbeiter haben das auch so wirklich angenommen. So. Also die fühlen sich, auch wenn die da stehen, das ist auch dann deren Laden und die arbeiten nicht nur für uns sozusagen, sondern stehen da selber davor sozusagen. Manchmal sehe ich welche von denen in der Stadt und denke mir, irgendwo kenne ich die doch. Ja. Ach so, Goldies, klar. No, das sind nämlich die bei Goldies stehen. Ja. Also es sind wirklich über Jahre hinweg bekannte Gesichter geworden. Ja, genau. Also wir haben so ein paar Leute, die sind schon seit Anfang an dabei. Und jetzt haben wir wirklich so ein Kernteam, worauf wir auch echt stolz sind, weil es hat auch 5 Jahre gedauert, sich das zusammenzustellen, besser gesagt, zu gucken, dass die auch nicht alle weglaufen. Also dass ein Team bleibt, ist schon so eine Schwierigkeit. Vor allem in Berlin und vor allem in dem Segment Kochen ist es nicht einfach, ja. Und oftmals erkennt man sie auch an dem Merch, was auch mit Stolz getragen wird. Stimmt auch wieder. Das trägt sich auch durch die Stadt, ja. Finde ich auch ganz geil. Das heißt, ihr konzipiert, wie oft macht ihr neue Gerichte? Also nicht zu oft sozusagen, aber der Burger, wir haben da jetzt so einen Saisonburger, so ein super Smash-Rest hier, die Nachmachung von der Hüttengaudi von McDonald's, die bleibt halt ein Quartal meistens. Moment, ist es die Los Wochos? Nicht Hüttengaudi. Ist es mit dem Rösti? Ja, genau. Also wir machen das mit einer Bergkäse, braune Buttermayo, Speck, Rösti und geschmorten Zwiebeln. Ja. Genau. Jedes Quartal ungefähr kommt ein neues Special. Mhm. Und manchmal tauschen wir Sachen aus und machen Sachen neu. Und manchmal optimieren wir Gerichte nur. Und wenn ihr jetzt in das neue Konzept geht, wird es dann nochmal was ganz Neues? Oder also, kannst du schon irgendwas darüber sagen? Ich meine, der Podcast, der kommt raus im April 2025 und ja? Bis da. Nein. Also ich kann schon sagen, es wird was Neues geben, was Geheimes. Ich sage nur Speak Easy, es wird so ein Thema sein, aber Speak Easy. Es wird wahrscheinlich unterm Goldies eine Bar geben. Aha. Mit einem Special Burger, den es nur unten gibt. Das ist so die Idee. Und hochklassigen Cocktails, wo man auch reservieren kann. Und oben wird es halt Smash Burger, Fried Chicken und Fries geben. Alles zusammen. Aber wahrscheinlich ohne die Belgischen, das ist noch nicht ganz klar alles. Ohne die Belgischen? Die Belgischen, die bleiben, da muss man in die Oranienstraße. Okay. Ja. Ich habe da hinten was stehen auf meiner Küche, ne? Und du bist ja im Prinzip Fastfood-Profi.
Und die Leute fragen immer in meinen Videos, was ist das? Aber ich habe es noch nicht präsentiert, ich will es noch nicht verraten, weil das habe ich mir irgendwann mal geholt, so ein bisschen als Lebensversicherung, wenn ich wirklich, wenn alles reißt, dann gehe ich damit auf die Straße und mach mir mal Essen. Vielleicht kannst du es erkennen, was es ist. Das ist ein Kartoffelschneider, oder? Ein Gemüseschneider? Ja, fast. Ja, also ja, schon, richtig. Aber für ein ganz bestimmtes Produkt. Und ich dachte so ein bisschen, dass du in die Richtung denkst, wenn du auf die Internor gehst, um irgendwelche Produkte zu holen, die es hier nicht gibt, weil das gibt es nämlich also hier auch nicht. Wenn das so rund ist, ich weiß nicht, das machst du wahrscheinlich so mehrere Scheiben. Ja. Was für Kürbis, ich weiß nicht, für was das. Also eigentlich würde ich jetzt für einen Apfel denken. Ja, genau, aber nur ein bisschen größer. Nur ein bisschen größer. Fast genau so. Es ist, hat mein Opa mal vorgeschwärmt, der meinte, Tim, das gibt's hier nicht in Deutschland, das musst du irgendwann einfach machen. Nennt sich Blooming Onion. Kennst du das? Ah, ja klar. Und die Maschinen gibt es halt hier in Deutschland nicht. Um so eine ganze Zwiebel zu frittieren. Exakt, genau. Mhm. Das heißt, diese Stanze, die stanzt genau so runter, dass du das... Ah, cool, ja. Ja, super. Das ist jetzt quasi einem der größten Fastfood-Mongole hier in Berlin die Idee einfach geschenkt. Nee, das machen wir nicht, keine Sorge. Wieso, meinst du, hat keine Zukunft? Bei uns passt das nicht ins Ding, das wäre zu groß für die Vorspeise. Aber ihr habt doch, ach so. Ja, ja, frittieren raus, können wir alles. Aber du kannst ja auch eine kleinere Zwiebel draufgeben. Könnten wir auch überlegen, ja. Bis jetzt war das noch nicht in der... Ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie ans Bein binden, ne? So ist ja nicht. Aber ich habe eine Kategorie, die nennt sich... Füllerei mit Ei. Okay. Und bei Füllerei mit Ei frage ich meine Gäste, ob sie mir die aktuellen Tipps geben können, wo du in Berlin oder wo auch immer du gerne essen gehst, ob du die mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen teilen würdest. Ja. Geile Tipps, wo du sagst, da müsst ihr hin. Kann Fine Dining sein, Street Food, whatever, rows your boat. Also, wenn ich jetzt mal den Tag, also so mein Lieblingsfrühstücksspot ist auf jeden Fall Annelies in Kreuzberg. Den mag ich einfach am liebsten, dieses Egg-Sandwich und überhaupt. Und dann ist mein zurzeit Laden, wo ich einfach sehr oft hingehe, weil er auch bei mir nicht weit von meinem Zuhause ist, aber ich auch sein Essen übelst abfeiere, ist das Labkoi 2020. Mhm. Das ist in Friedrichshain, das ist so ein neuer Thai, also nicht neu, den gibt es schon länger, der ist jetzt auch von Michelin empfohlen sogar. Aber das ist so ein ganz kleiner Laden mit so einem Koch, der lange in Bangkok, glaube ich, gearbeitet hat. Und da gibt es auch Austern mit Nam Jim und so und so ein ganze Fische in so einem geilen selbstgemachten Saufan Curry und da werden halt alles wirklich selbst gemacht und gibt's auch Naturwein und sowas dazu, aber es ist so ein kleines, sehr familiäres Restaurant, wo die Thai-Gerichte sehr traditionell sind, also die sind jetzt nicht irgendwie überkandidelt oder nur fancy angerichtet, sondern die haben wirklich richtig krass, ich würde sogar sagen, es ist einer der besten Thais in Berlin, so einer der drei besten Thais. Und für abends kann ich immer nur Café Frieda empfehlen. Das ist so ein absoluter hedonistischer Fressladen. Das ist, so. Das ist ein bisschen teurer, aber ich persönlich, ich will jetzt niemanden irgendwie bashen oder so, aber wenn es mir persönlich, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, willst du heute mit mir in Berlin in irgendein Sterne-Restaurant, such dir eins aus, ich lade dich ein oder ich gehe mit dir ins Café Frieda, dann sag ich, wir gehen ins Café Frieda, weil da habe ich einfach mehr Spaß, da habe ich spannende Produkte, da habe ich die Produkte auch in voller, also da werden sie auch voll dargeboten, in ihrer perfektesten Form und geil ausgearbeitet, das ist ein perfektes Restaurant für Köche, die Gerichte sind oft ölig, immer viel gewürzt, nie zu schwach und es ist einfach immer mit Power und der hat auch sowas wie ein Petitvier, also so eine Pastete, so ein Kuchen mit Fleisch drin. Also sowas kriegst du vielleicht in Deutschland, vielleicht noch im Tantris in München. Ansonsten gar nicht. Oder vielleicht beim Jan Hartwig auf 3-Sterne-Niveau dann. Aber hier, und da kannst du einfach auch die geilsten Tortellini in der ganzen Stadt. Also die haben alle Sachen, die haben die besten Produkte, würde ich sagen. Also mit die besten, kriegen auch so geilen Fisch und so geile Meeresfrüchte, wenn sie welche da haben, dass es einfach richtig Spaß macht und der Vibe ist dort ungezwungen laut und es macht einfach für einen Koch und auch für jemanden, der Gastro liebt, ist das einfach der perfekte Laden, so würde ich einfach mal sagen. Da kann man einfach den ganzen Abend richtig einen drauf machen, was Essen und Wein und alles angeht. Ja. Das wirkt gerade so, als ob du nicht von Goldies wärst, sondern von Kaffee. Also, Nein, ich bin voll, genau. Ich war auch da und ich habe schon fast versucht, weil alle hypen das so. Ne? Also ich weiß nicht, Carlo ist ja auch oft da. Ja, ne? Ich weiß. Ich wollte mir dann auch mal ein Bild machen und der Hype ist real. So. Es ist wirklich real. Ja, ich finde ihn auch geil. Ja. Ich hatte einen wunderschönen Abend da und ich würde es immer wieder empfehlen.
wie gesagt, ist ein bisschen hochpreisig, aber was du sagst, ist Soulfood. Ja. Also es wirkt so, als ob die einfach kochen, worauf sie Bock hätten. Genau, die machen nur, worauf sie Bock haben. Aber auch mit einem sehr großen Spektrum. Mhm. Und das macht Spaß. Ja, finde ich auch. Und da kommen auch sowas wie Chiliöl werden da eingearbeitet. Also so geile Ideen auf jeden Fall. Jetzt habe ich da neulich was gegessen, das ist so richtig, schon fast ein prolliges, das ist also so, aber so geil. Einfach Tater-Tots, das ist in Deutschland auch gar nicht so verbreitet. Das sind so wie Fluffy, das ist so außen eine Kartoffelrösti, innen drin Kartoffelpüree. Ja. So kleine, so frittierte Stücke, die kann man in Amerika so ein Fastfood-Gericht. Und die selbst gemacht, aber richtig geil, in so einer Schüssel und dazu so Frischkäse und Kaviar. Und wer brauchst du nicht so? Also wer traut sich das denn mal so zu machen? So? Voll. Sonst kommen immer so kleine, ausgearbeitete Gerichte, die halt so flüchtig sind. Ja. Und da hast du was zum Essen. Und das ist so, finde ich, für mich immer spannend, weil egal wie viel Arbeit in so einem Kunstwerk drinsteckt, muss ich immer sagen, was die größte Ernüchterung nach diesen all den Jahren von dieser Hochküche für mich immer war, ist diese Flüchtigkeit. Also ich bin nicht dieser Sterne-Foodie, der jetzt jeden Laden auschecken muss, aber einige habe ich natürlich schon ausprobiert. Ist ja auch der Beruf so ein bisschen. Ja, voll. Und ich kann einfach mal so sagen, ich erinnere mich immer noch an meine besten Schnitzel, beste Pizza und sowas, beste Pommes und sowas werde ich immer erinnern. Und an diese geilen, einfachen Gerichte, aber an diese ganzen, also die meisten Gerichte, die bleiben mir nicht im Kopf in der Sterneküche, weil die so klein und flüchtig sind. Soulfood und emotional behaftetes Essen, ist das viel, bleibt bei dir. Ja, und es speichert sich auch viel mehr ab und ich glaube, man merkt es auch gerade so ein bisschen in der Gastro, Café Frieda ist ein gutes Beispiel, diese Szene auch, diese junge, neue Generation, die sehnt sich genau auch nach diesem etwas vereinfachterem Essen. Lieber was Vereinfachtes, aber dafür aber richtig geil. Ja, richtig geile Produkte und dafür aber richtig geil einfach, genau. 100% bei dir. Ja. Und das hast du da tatsächlich und das macht Spaß. Und so Fastfood und so mäßig, boah. Ja, es gibt vieles, was ich halt mag, so, aber das sind schon so gerade so die Spots, wo ich richtig gerne hingehe. Aber ich bin jetzt auch nicht jeden Abend essen. Also. Aber wo gehst du fastfood-mäßig zu lang? Na, weil wir viel in Kreuzberg sind. Ich mag den Mr. Grill, diesen irakischen Shawarma gerade ganz gern. Wo ist der? Auch Al-Baik an der Sonnenallee. Mhm. Sind wir auch öfter an der Sonnenallee, feiere ich ab. Also drunk finde ich auch riesig geil, muss ich auch sagen. Aber weil es auch so super würzig und salzig ist. Ja. Und auch dieses Hühnchen und so. Und da gibt es gerade auch einen geilen Kokoretsch-Laden am Cottbusser Damm, genau gegenüber von unserem Burgerladen quasi, nicht weit weg. Und der macht jetzt auch Char-Kebabs, mega geil. Vom Lamm ist richtig saftig. Über Holzkohle seitlich, handgedrollt. Und dann schneidet er so Spieße ab. Und sehr, sehr geil. Und kann man nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ich schreibe diese Empfehlung wie immer in die Shownotes oder ihr schreibt wahrscheinlich auch gerade ganz, ganz, ganz fleißig mit. Ach, so. Und ansonsten meine absolute Lieblingsküche ist Sichuan-Küche in Berlin so. Welche empfiehlst du? Ja, ich liebe es. Also ich persönlich, früher war Grand Tang einer meiner Lieblingsläden. Mhm. Jetzt bin ich da nicht mehr so oft. Der ist auch umgezogen, aber so Meet You ist einer meiner absoluten Lieblingsläden. Ja, auch geil. Ja. Für so aber ich finde, da musst du dich ein bisschen was trauen. Genau, da musst muss man so Off-Menu bestellen. So. Ja. Genau. Und Holly finde ich mega geil. Ist auch in Charlottenburg. Mhm. Ein ziemlich guter Chinese. Leo de Nudelhaus mittags öfter. Ich finde diesen Hotpot-Laden auch ziemlich geil. Aber der ist nicht für jeden Tag. Kudamm? Im Kudamm, genau. In der Meinecke-Straße. Da war ich nämlich mit Carlo. Da habe ich ihn kennengelernt. Aber so falls ihr Carlo nicht kennt, es gibt auf YouTube ein Video, wie Carlo und ich Hush-Reese's machen. Hallo Carlo. Da habe ich ihn kennengelernt und er hat einfach alles in diesen Pott reingeschmissen. Ja, es ist so geil. Also, das macht auch richtig Spaß, dort zu sagen. Also. Wo hast du deine... du bist natürlich tief verankert in der Berliner Gastro-Szene. Und ich weiß nicht, ob du den Goldies Instagram-Kanal führst, weil ihr folgt... So, egal wem ich in Berlin folge, Goldies folgt denen schon. Also, ja, es ist witzig. Also, ich benutze meinen privaten Instagram-Account so selten. Du hast einen, ich habe versucht, den zu finden. Ich habe einen, aber also ich benutze den nicht wirklich. Der ist nicht wirklich am Start, aber da bin ich schon so ein bisschen am Überlegen. Aber unseren Betreuen tun zwei Mädels unseren Instagram-Account. Die haben auch eine Firma, die machen das professionell. Und wir bringen halt den Input, aber. Dieses ganze Folgen und wem wir da folgen und so, das kommt natürlich alles von damals und von jetzt auch, als wir das alles selber gemacht haben, weil da folgen wir sozusagen quasi wie privat auch allen anderen Restaurants, die uns interessieren und alles Mögliche.
Also da wird auch noch viel, viel mehr in Amerika und so folgen wir sehr, sehr vielen Sachen. Ich bin davon begeistert, weil ihr, ich denke, ich habe ein neues, gutes Restaurant gefunden. Nee, Goldies hängt schon dran. Wir haben unsere Fühler überall offen. Also wir folgen denen natürlich, um es halt irgendwie mitzubekommen, dass ich, weil ich ja nicht auf dem Privaten bin, gucke ich mir dann halt da das immer durch. Dann ist man halt auch gleich irgendwie verknüpft. Ab und zu schreibt man sich ja. Aber da hole ich mir natürlich auch immer wieder Updates. So, heutzutage ist es ja nicht mehr, man liest ja nicht den Feinschmecker und weiß dann, was in der Welt abgeht. So. Nee, gar nicht. Eben. No. Und eigentlich, wenn du ein guter Foodblogger sein willst, folgt dann einfach Goldies und gleich deine Liste mit denen ab. Kannst du unsere, denen wir folgen, einfach einmal kopieren. So. Ich meine, du, wenn ich hier so zuhöre, du hast ja richtig, richtig Bock auf Fressen eigentlich. Also wirklich richtig, richtig Bock. Ja, ich esse sehr gerne. Das meine ich nicht. Ich meine, dass du einfach dich mit Sachen auseinandersetzt, die es hier teilweise noch gar nicht gibt. Achso, ja, genau. Das ist auch so ein bisschen mein Part, meine Aufgabe hier, so im Goldies so ein bisschen. Das ist ein geiler Job, oder? Das ist auch ein geiler Job, aber macht auch Spaß. Aber es geht natürlich darum, auch die Konzepte zum richtigen Zeitpunkt zu launchen. Ich weiß, ich glaube, das wissen die wenigsten, aber vor Corona hatten wir das Chicken schon vorher. Und Chicken in Deutschland, Fried Chicken, Nashville Fried Chicken, kennen wir ja jetzt alle diesen Begriff hier. Ja. Vor 3-4 Jahren kannte den noch fast niemand. Und dann kam von David Chang auf Netflix, das ist von Jackson Bronson, aber David Chang hat auf jeden Fall so eine Sendung, wo er auch eine Folge. Auch auf Netflix, eine Folge nur bei Nashville ist. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir gerade schon unser Chicken fertig auf die Karte gehabt und konzipiert gehabt. Und es war schon auf der Karte, es ist zwar nicht komplett Nashville, sondern so ein bisschen Chicago-Style gewesen. Was ist der Unterschied? Unser Vorbild war so ein bisschen so ein Laden in Chicago, Honey Butter Fried Chicken. Das ist ein Chicken-Laden, der das mit Honigbutter und Biscuits anbietet. So. Und der war dafür so ein bisschen spezialisiert. Ich bewerbe immer das Fried Chicken von GB oder Chibo, weil die haben nämlich man muss sagen, ich bestelle das. Das ist so mein Guilty Pleasure-Essen. Weil ich bestelle es und ich weiß, eine halbe Stunde später geht es mir richtig, richtig dreckig. Aber es ist das Geilste aller Zeiten, weil die haben eine Soße, das ist die Honey-Butter-Soße. Ja, geil. Und die schmeckt halt einfach nach Honig und nach Butter, nach flüssiger Butter. Und ich gehe mit diesem Fried Chicken da rein und fress mich halt voll, danach geht es mir richtig räudig. Aber es hat sich gelohnt. Das haben wir auch ein Gericht mit Honigbutter. Also das war auch unser erstes Fried Chicken. Und dann, als diese David Chang-Sendung rauskam, kamen schon die ersten Anrufe so, habt ihr Nashville? Dann kamen auch hier aus Berlin so die ersten Foodblogger. Und zufällig hatten wir dann einfach, will ich sagen, so neben den arabischen Fried Chicken Stores und KFC waren wir dann auch einer der ersten, die richtiges Fried Chicken in Berlin auf der Karte hatten. Und aktuell Smash Burger, das war auch so ein bisschen, da waren wir fast schon zu spät dran. Aber das war genau diese Recherche der letzten 5 Jahre. So, das war klar, dass es hier kommt. Wir wussten, wir wollten eigentlich gar nicht einen Burgerladen aufmachen. Wir hatten nur so Bock, welche selber zu essen. Mhm. Und da wir nach der Arbeit so oft immer wieder zum Bürgermeister gegangen sind, hing uns das irgendwann zum Hals raus, auch wenn der mega geil war, das uns einfach gefehlt hat. Es gab keine Alternative. Und ich war zu überzeugt, zu 99%, dass innerhalb des nächsten Jahres so 2-3 Leute Smashburger-Laden aufmachen werden. Dann ist immer noch nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen Smashburger-Laden auf. Wie viele Menschen in Berlin, ich glaube, du bist da richtig tief drin, regieren so dieses Fast-Food-schnelle Konzept Pop-Up-Geschäft? Weil ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt eine Tendenz abgeben dürfte, wahrscheinlich 2 Handvoll, wo du weißt, die machen den ersten Scheiß auf und dann kommen die anderen nach. So viele gibt es da nicht, ehrlich gesagt. Nein? Nee. Also so, na gut, Carlo macht ja seine geilen Chickens da. Ja. Aber also Duck sehe ich halt, Duck, der halt einfach rasant nach vorne so geht. Ja, Duck, genau, der versucht ja so krass neue Konzepte zu etablieren, die in Deutschland noch nicht angekommen sind, so wie originales Sushi und sowas, habe ich auch mal gehört. So das Ernst ist ja sehr progressiv und so, aber in dieser internationalen Liga so muss man sagen, gut, wir haben halt noch kein authentisches Sushi in Berlin. In Paris gibt es mittlerweile schon 4. In London gibt es ungefähr 3, in New York gibt es schon ungefähr 20. Es gibt kein authentisches Sushi in Berlin? Kein Edamame-Sushi, also kein originales, sagen wir 18-Gang oder was auch immer, Sushi von Hand in die Hand, vom Sushi-Koch in die Hand des Kundens am Tresen gegessen. Deutschlandweit nicht? Das Nagaya hat zwar einen Stern, aber so richtig authentisch ist das nicht.
Nee, das ist nicht so 100%. Es gibt natürlich ein paar, die so, aber dieses Richtige, das ist ein japanischer Sushi-Meister. Ja, dich bedient direkt dich an der Theke. Und dann auch noch diesen Move macht, dass er diesen Reis formt und dann noch mit dem Pinsel noch die Sojasauce drüber schweibt mit frischem Wasabi. Es gibt es halt hier nicht wirklich, ne. Nee, weil du meintest, du könntest dir vorstellen, wegen Smashburger, dass es 2-3 gegeben haben könnte, die es hätten machen können. Dachte ich damals, aber es hat keiner gemacht, genau. Es kamen dann zeitgleich sehr viele irgendwie. Mittlerweile kriegt man überall und ich muss überall, sagen, ja. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, einen Tag später veröffentliche ich auf meinen Kanälen ein Smashburger-Rezept. Wenn ihr aber keinen Bock habt, das selber zu machen, und ihr seid gerade in Berlin, dann schaut auf jeden Fall im Smashburger-Laden vorbei. Und ich habe immer noch so eine kleine private Frage, die fast schon intim ist, fast schon unangenehm zu beantworten ist. Und die Kategorie heißt Shrimply the Best. Shrimply the Best. Jetzt müssen wir einen kurzen Kipper anziehen. Ja klar, bitte. Ist okay vor der Kamera. Ja, hol den Aschenbecher rein. Und das ist ja ein Podcast, in dem alles erlaubt ist. Ja. Alles. Alles. Ich das vielleicht mein Vapor noch auf. Und bei Shrimply Best geht es darum, dass ich quasi an deinen Kühlschrank rangehe. Das heißt, irgendwann gehe ich an deinen Kühlschrank ran und 3 Zutaten, die hast du immer zu Hause, um dir irgendwas zu zaubern. Was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Also, sagt man so, das Frische, was ich immer zu Hause habe, sind Zitronen. Ja. Ansonsten vergammelt bei mir alles an Gemüse. Und also ich bin schon 1000 Mal dabei. Ich habe zwar einen geregelten Tagesablauf mittlerweile, aber trotzdem, also ich versuche mir einmal was zu kaufen zum Kochen. Ich versuche mir mal einen Wochenvor, also so wie ein normaler Mensch einkaufen zu gehen. Bei mir wird immer alles schlecht. Ich schaffe das nicht zu verkochen. Das klappt nie. Ich koche es auch gerne für Freunde. Aber was ich zu Hause da habe, so, also wenn du mir die Grundprodukte bringst, dann kann ich dir Sichuan-Küche zu Hause kochen. Ich habe von Doubanjiang bis Chiliöl, bis also auch hausgemachtes Chiliöl, bis Sojabohnenpass, alles Mögliche, was man für die Sichuan-Küche braucht, habe ich alles da. Also ich habe zwar keinen Wok, aber ich habe so das, was du brauchst für ein Setup, um sozusagen die ganzen klassischen Gerichte wie Mapo-Tofu, pochiertes Rindfleisch und das ganze Zeug zu kochen, hätte ich alles am Start immer. Packe ich mit rein. Du hast gesagt, bei dir ein typischer Tag. Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Wann stehst du morgens auf? Also als ich noch im Laden stand, war es ein bisschen später, weil der Tag immer sehr lang ging, aber mittlerweile stehe ich so um 8 auf, nicht zu früh. Hab dann, mach mich fertig, chill noch zu Hause, trinke selten Kaffee und gehe dann ins Büro, so gegen 9, 10. Bin ich dann im Büro, und fange dann an so zu arbeiten. Hab dann noch viele Termine, switch dann immer zwischen Läden ein bisschen, mach da mal eine Probe. Viel mit Cardio halt, meinem Partner. Irgendwie ein Gespräch. Wir fahren dann oft noch viel rum in der Stadt, weil wir viele verschiedene Termine haben. Aber so die Hauptarbeit passiert im Büro mittlerweile. Was ist ein Termin von Goldies? Mit Herstellern, Herstellern für Outsourcing, mit Soßenherstellern, die unsere Soßen abnehmen und sowas. Weil das heißt, wir gerade versuchen zu vereinfachen, systematisieren und gerade versuchen wir Sachen outzusourcen. Sprich, dass ihr quasi eure Rezeptur weitergebt und diesem großen Stil für alle Läden dann irgendwann anfertigen könnt. Dann gucken wir uns auch immer nach neuen Produkten an und dann gibt es natürlich noch den normalen, das Tagesgeschehen. Dann guckt man das halt alles, die ganzen Steuersachen im Büro passieren. Und dann gucken wir immer so. Also wir gestalten unseren Tag immer recht flexibel, arbeiten unsere Listen ab. Also sind da jetzt nicht so wie so Büroleute so zu 100% effizient und unser Büro ist auch eher so wie so ein Kreativspace wie ein Büro und ein typisches Berliner Startup. Wohnzimmer halt, genau. Also mit Flipperautomat und. Nee, das nicht. Aber halt gemütlich, sagen wir es mal so. Kreuzberger Wohnung so. Wir wollten extra kein durchdesigntes und hippes Büro mit richtigen Büroräumen, wo wir neben einem anderen Großbüro sind. So. Also wir wollten unseren eigenen Space haben. Von wo bist du in Berlin? In welchem Viertel? Kreuzberg. Du bist auch in Kreuzberg. Aber ich wohne hinter Kreuzberg-Friedrichshain. Okay, also dort trotzdem die Ecke da. Genau, hinten, ne? Die Ecke trotzdem. Und wenn ihr Lieferanten, braucht ihr vor allem eure Pommes
für die, also die Kartoffeln für die Pommes. Habt ihr da aus dem Berliner Umland irgendjemanden oder habt ihr da immer den gleichen Partner? Wir haben immer den gleichen Partner. Unsere Pommes werden an der holländischen, belgischen Grenze angebaut und auch viel in Holland. In Deutschland gibt es natürlich unendlich auch viele. Da haben wir aber, also es ist so, der Markt in Deutschland für frische Kartoffeln ist noch nicht so groß. Man sieht ja Five Guys, der kriegt die zwar im Ganzen, aber dieser Zwischenstep Schälbetrieb, den gibt es hier so nicht wirklich, die dir die Kartoffeln lagern und schneiden. Also die werden ja nur ein, zweimal im Jahr geerntet. Und dann werden die ja eingelagert, vielleicht werden die noch versetzt geerntet. Und dann mussten die bei der perfekten Temperatur eingelagert werden. Und dann werden die halt tagtäglich frisch geschnitten, verpackt und zu uns geliefert. Und das gibt es halt nicht. Es gibt hier so viele Kartoffelbauern, die Pommes anbauen, aber das kommt ja sofort in diese Tiefkühlproduktion. Mhm. Und darum ist es gar nicht so einfach, hier an Kartoffeln ranzukommen. Wir haben viel lange mit Markthalle 9, wir haben viel mit den ganzen, ich habe die alle kennengelernt, alle Kartoffelbauern quasi über die Markthalle, auch Demeter und so. Und da waren auch gute dabei, aber wir wollten auch komplett auf Demeter umstellen. Aber keiner von denen konnte uns bis jetzt die Garantie die Qualität über ein Jahr halten, garantieren, keine Chance. Also die Deutschen, die wissen zum Teil nicht mal, wie man richtig Kartoffeln lagert. Also das ist, klingt witzig, aber das ist so. Also da hat uns ein Biobauer versucht zu erzählen, dass wir keine Ahnung haben. Da meinte ich, okay, dann spreche ich meinen Kartoffelbauern in Holland an, also mein Schälbetrieb, und der macht das seit 50 Jahren, spezialisiert auf Pommes. Der hat die halt ausgeführt, weil für den Supermarkt oft werden, das merkt man auch oft, für den Supermarkt zum Beispiel, wird ja was erwartet, dass die halt nicht diese Sprießen da bekommen und so. Mhm. Und die müssen bei einer bestimmten Temperatur eingelagert werden, aber die ist dann schon zu hoch. Also die Kartoffel braucht eine Kartoffelkellertemperatur. Ja. Und die ist bei ungefähr 8 Grad, glaube ich. Also ist ein bisschen höher als ein Kühlhaus. Und in diesem normalen Infrastruktur, diese ganzen Kartoffelbauer in diese Lagerhalle, dann zum Supermarkt, die werden zu kalt gelagert. Zu kalt gelagert, und dadurch steigt der Zuckergehalt. Mhm. Und wenn der Zuckergehalt steigt, dann werden die halt sehr braun nach dem Frittieren. Klar, aber es karamellisiert. Genau, und darum ist es ganz schwierig in Deutschland, das konstant über die gleiche Qualität zu bekommen. Da fehlt es noch ganz viel an Markt und Wissen. Hast du die perfekte Kartoffellagerung für dich zu Hause schon rausgefunden? Für mich zu Hause, nee. Bei mir zu Hause ist ganz schwierig, weil zu Hause ist es draußen im Kühlschrank zu kalt. Mhm. Und in der Küche, in irgendeiner Schublade, ist es zu warm wiederum. Weil ich glaube, das ist so eine Urfrage. Wie lagert man Kartoffeln richtig? Weil ich glaube, jeder hatte schon mal so einen halben Baum in so einer Schublade oder in seinem Regal. Oder dann kommt die Oma mit so einer komischen Dose. Dann sagt der andere, nee, muss in den Keller. Dann die anderen im Kühlschrank. Es gibt nicht so richtigen Fahrplan. Also Kühlschrank auf keinen Fall. Kartoffel muss quasi in Kartoffelkellertemperatur gelagert werden. Also wenn man zu Hause einen Keller hat, wäre der Keller die beste Umgebung dafür, von der Feuchtigkeit, von allem hin. Ich kann dir nicht genau sagen, wie die Feuchtigkeit sein soll, aber es darf nicht zu trocken sein. Mhm. Und dann darf es diese Temperatur nicht unterschreiten quasi. Und dann geht es schon. Und wenn die dann sprießt, das ist nicht so schlimm, das kann man wegschneiden und trotzdem weiter verarbeiten, die Kartoffel. Ich glaube, kritisch wird es erst, wenn die richtig grün werden, ne? Ja, das stimmt, dann schon. Dann werden sie auch bitter und ja, genau. Irgendwelche Giftstoffe bilden ja. sich da. Ja. Hast du, ich meine, jetzt habe ich hier quasi den Guru der Pommes, den Messias des frittierten Kartoffelstäbchens hier sitzen und die perfekte Pommes. Wie macht man die, wenn man jetzt nicht unbedingt die beste Fritteuse oder wenn man nicht also, das ist schwierig, kann. Weil erstens die perfekte Pommes ist Geschmackssache. Ja. Die einen mögen dünne, die anderen mögen mitteldicke und die anderen mögen diese belgischen sehr dicken. Wie bei allen. Ja, ich bin persönlich, ich mag dünne sehr gerne. Und dann ist die Technik auch wieder eine andere. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn man zu Hause wenn man die Schwierigkeit hat, überhaupt die richtige Kartoffelsorte zu finden, dass man dieses Triple-Cook-Chips-Verfahren wendet. Wenn man die in kleinen Portionen macht. Man kennt es. Also das ist ja dieses, was heißt im Blumenthal, dass man sie einmal im Wasser vorkocht. Ja. Kann man sich mal in Search of Perfection bei YouTube
Heston Blumenthal Fries angucken. Ist auch eine Lektüre, Heston Cooks at Home, die ich quasi als genau. Standardlektüre für jedes Kochbuchregal genau. empfehle. Und das ist so, da kann nichts schief gehen. Die sind halt dann sehr fettig, aber auch sehr kross und die sind sehr geil. Da umgeht man halt diese Stärke Eiweißgehalt, wenn der nicht ganz passt durch das Kochen. Weil sonst bei uns, die wird ja nicht gewässert oder so, unsere Pommes wird geschnitten, gewaschen, fertig, vorfrittiert, nachfrittiert. Unsere Pommes lebt nur von der Kartoffelqualität und so eine Pommes, wie wir sie machen, kannst du zu Hause nur mit der Kartoffel nachmachen. Du, mit einer Supermarktkartoffel kriegst du das niemals. Aber genau, das ist ein Thema. Da ist der Zuckergehalt meistens zu hoch, die werden dann zu labbrig. Und Kartoffelsorten, da haben wir sowieso ein gigantisches Problem, finde ich, hier in Deutschland. Ja. Weil wir sind eigentlich Kartoffelland, aber es gibt ja kaum Sorten, nee. Die du kaufen kannst. Nee, es gibt kaum Sorten. Also da muss man, hier in Berlin gibt es halt immer auf dem Wochenmarkt immer den geilen Kartoffelbauern. Der hat immer ziemlich viel Kartoffelsorten. Wie heißt der? Hat der einen Namen? Oder ist ja, der hat einen Namen, aber ich weiß den nicht. Aber der ist immer am Paul-Linke-Ufer, der ist auch am Boxhagener Platz. Ja, ist in ganz Berlin, weiß, voll an der Ecke, Paul-Linke-Ufer, ja, Weiberufer. Genau. Ja. Und der hat auch ab und zu die Agrio, aber sehr kleines. Wie heißt die? Agria? Agria, das ist unsere Sorte. Und habt ihr euch das irgendwie abgeguckt bei den im belgischen? Ja, wir waren ja in Belgien. Wir haben ja viele Pommesbuden ausprobiert, auch in Holland. Und in Belgien gibt es zwei Sorten, die sehr verbreitet sind. Es ist einmal die Bintjen, so ein bisschen die urbelgische Kartoffelsorte, die dort lange verwendet wird. Die ist sehr mehlig, hell, sehr fluffig, aber nicht so kross. Und wir benutzen die Agria, die ist gelbfleischig, vorwiegend festkochend. Die ist innen drin nicht ganz so fluffig. Mhm. Weniger kartoffeliger ein bisschen, aber dafür viel krosser. Hat ein viel besseres Knusprigkeitsverhältnis, wenn die frittiert wird. Und darum kommt die meistens auch besser an. Maison Antoine, was ja so einer der besten Pommesbuden der Welt gilt, die hat auch die... Ist es die in Agri. Belgien? Die ist in Belgien am Europaparlament. Ja. Ist es das in der Mitte, wo der Platz genau, ist, drumherum genau. die Pubs, wo die Pommes genau, erlaubt sind genau, von diesem Stand, ja, die genau. du mit reintragen darfst? Ja, genau. Ja, genau das ist ein Konzept. Ist auch mega geil. Der einzige Unterschied, die frittieren halt den Rinderfett im Gegensatz zu uns. Das wollten wir auch mal machen, aber es klappt in Kreuzberg nicht so gut mit den Vegetariern und so. Da sind zu viele, da haben wir zu viele, die das nicht wollen. Also wäre es überwiegend, dass das gefragt wird, dann hätten wir es auch beibehalten. Und wir hatten es ganz am Anfang. Aber es macht keinen Sinn, entweder oder, das ist zu kompliziert. Das nimmt dir halt auch eine ganze Zielgruppe weg einfach. Ja, ne? Genau, genau. Hast du, seid ihr auch in Kontakt mit den Jungs vom Kaspar Blauz in München, die ja irgendwie diesen Kartoffelstand auf dem Viktualienmarkt übernommen haben und eigentlich was anderes machen wollten und dann hieß aber, nee, ihr müsst Kartoffeln machen und die seitdem dieses Kartoffelkonzept da fahren? Ich bin ja in München aufgewachsen, also ich habe davon schon gehört. Ich war auch schon dort vor Ort, aber ich kenne die selber jetzt nicht, die Jungs, nee. Weil ich glaube, das wäre auch ein spannender Aufbau. Das ist Kaspar Plotz, nee. Aber die haben mittlerweile einen ganz guten Namen sich gemacht, ja. Voll. Ja. Ich habe noch eine Kategorie für dich, die nennt sich... Die Spezialität des Hauses. Okay. Und bei der Spezialität des Hauses, die sollen ja alle was mitnehmen da draußen. Nicht nur Fachwissen über Pommes und über Kartoffeln und geile Läden in Berlin oder auch im ganzen Land, sondern am liebsten auch immer ein Rezept. Ja. Hast du irgendwas, was du sagen musst, das ist was, das muss ich mit euch teilen? Ich kann euch ja mal verraten, wieso unser Hühnchen immer so zart ist, wenn das für euch absolut okay ist. Also das Geheimnis von unserem zarten Hühnchen ist die Brine. Und die meisten, wenn man die ganzen Joshua Weissmans und was weiß ich nicht alles im YouTube anguckt, wie man das perfekte Fried Chicken macht oder Matthew Matheson und so, dann sagen einem alle... Man soll das in Pickellake einlegen oder in Buttermilch einlegen. Wir legen es auch in Buttermilch kurz ein, aber das ist genau nicht das Geheimnis, weil das, wenn du deine Hühnerkeulen in Buttermilch einlegst oder nur in dieser Pickle Brine, dann beizt das zwar, aber das hat eine andere Zersetzung. Das ist wie Sauerbraten quasi. Ja. Also sprich, wenn man mit Säure etwas gart. Genau, das zersetzt die Fasern wie beim Sauerbraten. Das macht sie sehr mürbe. Das heißt, dass wenn du das desto länger der Prozess geht, desto mürbe wird es. Und das heißt ja, dass es irgendwann wie so eine Leberwurst wird. Ja. Also das heißt, du kriegst damit nicht dieses perfekte, saft explodierende Juice-Gefühl hin, dass wenn du drauf beißt, dass der Saft einfach rausplatzt. Und das macht man eben mit einer Flüssigbeize, indem man einfach einen Fond sich kocht oder aufruft, indem man Wasser einfach nimmt und den mit ungefähr, also sagen wir, man nimmt ungefähr auf 1 Liter Wasser, nimmt man ungefähr 60 Gramm
Salz und 40 Gramm Zucker. Man kann auch so ein bisschen anpassen, auf 50-50 machen. Löst man das drin auf und dann hat man halt so eine 1%ige Lake ungefähr, also was den Salzgehalt angeht. Und darin beizt man dann auf 12 Stunden seine Hühnerteile ein. Und das ist so ein ähnlicher Prozess wie sozusagen Tumblern oder wie in der Industrie das ja oft gemacht wird bei Nackenfellersteaks. Die werden ja oder so, die werden ja auch so mariniert oder dieses ganze industrielle, superweiche Hühnerfleisch und so. Das ist ja meistens mit Flüssigwürze gewürzt. Das heißt, die werden jetzt genadelt quasi mit Flüssigwürze. Das heißt, die kriegen noch mal Wasser rein, aber auch durch dieses Salz, es stabilisiert sich und es bleibt dadurch super lang zart. Das heißt, du kannst es quasi fast nicht totgaren. Und das ist genau bei uns auch der Fall. Und wir legen das eben in so einer Salz-Zuckerlake erst ein, bevor es in Buttermilch kommt. Und dadurch bleibt dieser Juice erhalten. Das bindet das halt richtig und das saugt sich richtig voll damit. Und dadurch bleibt das Hühnchen auch so richtig, wird es nicht so mürbe. Mhm. Das kannst du mit einem Löffel zerdrücken, sondern du spürst noch jede Faser. Ja. Es ist butterzart, aber es ist einfach super, super saftig. Bin ich ganz bei, wenn ich so einen Roast mache, so ein Roasted Chicken, dann lege ich es auch so eine Nacht über in die Lake ein und am nächsten Tag ist es nicht so, dass es dann irgendwie verwässert oder dass es dann zu salzig wird. Nee, gar nicht. Es ist, mit dem Fisch macht man es ja genauso. Wie muss den Fisch immer, wenn er gekommen ist, erstmal in eine Salzlake legen, dann wird er fester und du hast halt auch einfach irgendwie, du gibst dem Fisch viel mehr Struktur. Du verwässerst den nicht, du versalzt den auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Welches Teil vom Huhn würdest du bevorzugen für ein Fried Chicken? Also für Fried Chicken Oberschenkel meistens. Ja. Und für den Liebhaber natürlich mit Knochen und sonst mit ohne Knochen, aber mit Haut finde ich am geilsten. Mit frittiert? Mit frittiert, mit paniert die Haut. Macht ihr das auch? Ja. Das ist wichtig, dass das Huhn nicht zu alt ist. Ja. Weil wenn die Haut zu fett ist, ist auch zu dick, dann fettet die nach und dann macht das die Panierung nicht mehr kross und ist triefig und fettig. Also es muss ein gute Ratio, Fett-Ratio bei der Haut sein. Darf nicht zu fett sein. Genau. Ich finde es geil, wie du genau aus diesen hedonistischen kulinarischen Ansatz so eine Wissenschaft machst. Weil es ist einfach geil. Das ist einfach, wenn man sieht sofort, du beschäftigst dich. Ja, viele setzen sich mit sowas, glaube ich, nicht auseinander, die Nachahmer, klar. Aber viele machen sich natürlich schon über sowas auch Gedanken. Und das finde ich gut. Finde ich auch gut, ja. Weil es gibt auch genug Rotz-Gastronomie, muss man leider sagen, wo ich sage, ey, da wurde nicht wirklich irgendwie drüber nachgedacht, was da passiert. Ne? Es gibt oft dieses Jahr, man sieht ein gutes Konzept oder so, man denkt, Fast Food läuft gut und dann wird es halt so lieblos gemacht, aber das gehört halt auch einfach dazu. So, es müssen viele Läden geben oder viele Nachahmer oder es muss viel auch in Semi-Qualität anscheinend. Das kann ja nicht jeder gut machen. Das ist korrekt. Aber was würdest du den Leuten, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ey, irgendwie Gastronomie selbstständig machen, was würdest du den Leuten für einen Tipp mitgeben, wenn die da wirklich Bock drauf haben? Also erstens muss man sehr überzeugt davon sein. Dann muss man eine gute Idee haben. Sagen wir mal so, die Grundform ist auf jeden Fall nicht, dass man besonders viel Talent braucht. Man braucht aber besonders viel Willen und Fleiß. Aber ja, ich würde sagen, es gibt so bei uns so zwei Sachen. Es ist erstmal sehr stark dran glauben, man darf davon auf keinen Fall abkommen. Und dann muss man natürlich schon auch selbstreflektierend sein, wenn etwas nicht ankommt. Man muss Kritiken gut annehmen. Man darf sich nicht zu sehr reinreden von anderen. Und was uns oder mir zumindest immer sehr viel geholfen hat, vor allem durch die 5 harten Jahre, und es gab ja auch die ersten Jahre Existenzängste und alles. Sind die 5 harten Jahre von 2016 bis 2021 gewesen? Ja, oder bis 2020, bis erste Corona sozusagen. Mhm. Ab Corona ging es dann verrückt, bergauf. Ja. Es war schon vorher gut, aber dass sich alles stabilisiert hat. Ja. Und das ist der Kernpunkt. Also das merke ich bei vielen alten Kollegen, die sich früher mal erzählt haben, sie wollen sich unbedingt selbstständig machen, kam vielleicht auch irgendwann ein Kind, dann kam das doch nicht und dann sind sie doch irgendwo anders arbeiten gegangen und haben das nie erfüllt. Und da habe ich oft gemerkt, das ist immer sehr viel verbunden mit Ängsten sozusagen. Also mich selbstständig zu machen bedeutet oft Risiko, alles auf eine Karte setzen. In den meisten Fällen ist das oft so, wenn man jetzt nicht überreiche Eltern hat. Wir hatten jetzt das jetzt auch nicht. Also wenn bei uns das nicht geklappt wäre, wären wir auf der Straße quasi, wenn wir in der Insolvenz gelandet wären.
Aber das muss man sagen, wenn man, das ist einfach gesagt, und ich weiß nicht, ob das bei anderen Selbstständigen ist, aber ich habe das Gefühl, dass es bei vielen, die auch wirklich erfolgreich sind oder erfolgreicher auch als wir, ich würde uns gar nicht so erfolgreich sehen, ist dieses, dass man das alles eigentlich sieht wie so ein Spiel. Das klingt jetzt ganz banal und blöd, aber wenn du, ich bin auch noch so oft in so kindlichen Zuständen so, und wenn man dieses Angstgefühl, wenn man sich gar nicht erst Sorgen macht, was könnte passieren, wenn es nicht klappt oder so, dann geht man da halt mit einer geht man da halt beflügelt durch diese Selbstständigkeit und lässt sich da auch nicht von anderen Ängste einreden, weil das passiert halt sehr viel. Oder wenn mal das Konto bei minus 10.000 Euro ist, da kann es einem schon sehr schlecht gehen manchmal. Ist aber dann fast schon eine Typfrage, weil dann sind ja einige Menschen gar nicht dafür gemacht. Denke ich auch, dass das ein Ding ist. Es gibt auch sehr genaue, vorsichtig ist nicht Ängste, also es sind zwei Unterschiede. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber wenn man sich selber die Angst schon macht, also wir haben auch viele Fehler gemacht, aber wenn man das nicht macht, so, dann kann es auch, dann wird man es auch nicht niemals feststellen. Und ich sage halt, entweder man sieht das halt wie ein Spiel und man setzt alles auf eine Karte und macht es, oder man lässt es lieber gleich bleiben. Ja. Aber da ist halt die Sache, ich hätte niemals damit umgehen können, in 20 Jahren mich zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Sehe ich ähnlich. Das ist so ein bisschen das Ding. Also einfach ausprobieren. Aber ich habe oft das Gefühl, auch bei unserem Ex-Partner, der dann abgesprungen ist, dass sehr viel, bei dem wurde es dann schwierig mit der Psyche, dass sehr viel, wenn es nicht gut läuft mal, dass sehr viel diese Ängste einen einfach zermürben, manche Menschen. Dass man nachts dann nicht richtig schlafen kann. Was auch nachvollziehbar ist. Und ich sagte, wir haben halt einfach immer sehr an unser Essen geglaubt, nicht an die Zahlen, und dadurch hat es halt irgendwie funktioniert. Wieso, wissen wir selber nicht genau. Da hat man ein Zitat, das hatte ich jetzt über die letzten zwei Folgen gehalten, das hat Max-Richard Lessmann zitiert, ich glaube von Sido war das, und er hat gesagt, wenn du weißt, dass das, was du machst, gut ist, aber das noch keinen Erfolg hat, dann machst du es noch nicht lang genug. Und das fand ich bis heute, das ist wirklich ein geiles Zitat. Das glaube ich auch so. Ja. Bin ich auch, das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. Ich finde, man muss halt auch dranbleiben, klar. Bei euch hat es geklappt. Wir sehen jetzt hier wahrscheinlich in nächster Zeit, ich liebe es jetzt schon, euch da weiter zu beobachten in der ganzen Nummer. Gibt es ein Ding, was du jetzt noch in Berlin irgendwie ausprobieren willst in nächster Zeit? Ist irgendwas aufgemacht? Kann ich an deinem Repertoire an Neuerscheinungen teilhaben? Irgendwas war? Nee. Nee, ich habe es gerade nicht im Kopf, nee. Ich wüsste jetzt nicht gerade, was neu aufgemacht. Es gibt natürlich noch einige Läden, die ich einfach nicht ausprobiert habe. Ja, was zum Beispiel? Die sind immer so Richtung Prenzlauer Berg und so, wo ich halt nicht ist so ist nicht deine Ecke? Ja, weil ich einfach nicht so oft da hinkomme. Ist bei mir andersrum. Bei mir ist Kreuzberg und Friedrichshain eher schlecht. Ah, okay. Mehr so dann zu weit nach Osten. Nee, bis jetzt, mir fällt nur gerade spontan nichts ein, sagen wir es mal so. Dann habe ich das Mama Khan für euch. Ich war selber noch nicht da. Ah, da aber waren ich wir. Will das ist super. Und? Zum ist Mittagessen, geil? Ja, das ist cool. Das ist mir zu weit. Malaysische Küche und so, das ist nochmal andere Aromen. So. Da ist auch viel mit diesem Tempeh und so. Also dieses Sambal, das selber gemacht ist. So. Mhm. Das hat ja auch viel so fischige Aromen. So. Das ist geil. Das ist gut gemacht dort. Viel wird mir auch das November ans Herz gelegt. Ja, das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Das ist ein Gastronom aus Litauen. Ja. Der hat dort auch so 4-5 Läden. Hat dort auch so ein Konzept, hat dort auch einen Burgerladen, macht dort auch Smashburger oder sowas. In Litauen? Ja, in Litauen. Aha. Und hat hier das November und auch The Catch. Was ist denn The Catch? The Catch ist so ein Sushi-Laden. Ah. Da war ich auch noch nicht, aber das soll auch einer der besseren Sushi-Läden hier in Berlin sein. Und das soll cool sein. Also das interessiert mich, wo ich letztens war, was ich auch sehr spannend fand, Suzuki. Naja, es ist auf jeden Fall eine Hasenheide direkt am Hermannplatz. So ein 12-Sitzplatz Japaner. Ja. Kostet ungefähr 80 Euro ein Menü für zwei. Mhm. So kleine Häppchen, das ist wie so eine Sake-Bar. Da gibt es so eine Sake-Begleitung. Dazu ist nett, alles sehr vegetarisch gehalten, aber einfach ein netter Abend, den man dort verbringen kann. Auch ganz schön gewesen. Was meinst du, was ist so in Richtung Hype und Bewegung? Weil man sieht ja, alle 2-3 Jahre kommt irgendwie was Neues. Ist jetzt gut. Ich glaube, es werden jetzt noch viel so im Fastfood-Bereich viel so Smashburger kommen und es werden diese amerikanischen Konzepte immer mehr gefragt werden. Also so, was ich mich gefragt habe, Hotdogs haben es nie so richtig geschafft. Nee, ne? Es hat mal ein, zwei versucht,
ich glaube, das lag daran, dass die nicht liefen an den falschen Lagen, nicht am Konzept. Das ist etwas, was ich mir auch irgendwie so ein bisschen sehne. Dann ist dieses ganze Chicken Game noch lange nicht durchgespielt. Wenn man es auf die Stadt bezieht, also so richtig Nashville Chicken, so gibt es ja auch, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Nee. Und sowas, also da kann ich mir noch viel vorstellen. Zum Beispiel in Paris geht diese Smashburger-Szene übelst ab. Also nicht so wie bei uns. Da gibt es halt mehrere, die richtig gut sind. So. Woher weißt du das, was in Paris geht? Bist du da öfter? Ich bin da ab und zu, aber ich gucke immer sehr viel auf Paris. Aber das war auch so das erste, die erste Stadt, wo halt Smashburger in Europa richtig abging. Die, auch vor uns schon, Dumbo Paris und so. Warum guckst du auf Paris? Weil Paris so, würde ich sagen, vom Anspruch her, also weil die einfach so von der Qualität einfach eine geile Gastro haben. Also die haben nicht die fancysten Läden, was jetzt so Fastfood und so angeht, aber so diese ganze Casual Dining und so, da wird einfach viel mehr Kohle für Essen ausgegeben, das merkt man halt richtig. Safe, so, klar. Genau. Aber andere würden vielleicht sagen, wir gucken nach Kopenhagen und gucken, was da so geht. Achso, weil meine persönliche Präferenz einfach, ich liebe, so ich bin... Ich öffne mich immer, ich sage bei so nordischen Restaurants, das ist für mich Fortbildung und für mich und Kayo, ich sehe das nie so als reinen Genussabend. Ja. Und für mich gibt es halt Gastronomie, progressive, die interessant ist und dann gibt es halt Genuss. Ja. Und das ist für mich halt immer noch mit Frankreich viel mehr verbunden als mit nordischer Küche, weil also... Ich finde die Technik, mich turnt es halt bis heute einfach nicht. Ich finde die ganze Idee, alles dahinter ist alles super, super geil, super interessant, super durchdacht alles und das ist genau der richtige Weg. Aber ich bin halt einfach Fan von klassischen, auch Luxusprodukten und auch klassischen Kochtechniken und ich mag dicke, fette Soßen und so. Ich mag dieses Bistro. Und halt Butter, verdammt nochmal. Ja, Butter und sowas. Ich finde es halt geil so und ich finde, das kann man halt auch irgendwie immer wieder auf neues Level bringen und das ist zur Tradition zurückkehren, ist eigentlich immer das so. Ich liebe traditionell, mir fehlt zum Beispiel hier in Berlin ein richtiges deutsches Wirtshaus, was halt Sinn macht. So, oh, ich war gestern in einem. Ja. Prenzlauer Berg, bist du nicht so oft. Zum Schusterjungen. Schusterjunge, ja, kenne ich. Das waren die besten Königsberger Klopse, die ich jemals gegessen habe. Das ist eine Eckkneipe. Ja, ne? Ich habe mich immer vorgebunden. Anton meinte, wir müssen da jetzt rein. Und ich bin da nie rein, weil ich dachte, das ist halt sowas wie hier Magendoktor im Wedding, so eine hochgehypte Hipster-Bude. Aber wir haben das in Österreich zum Beispiel, haben wir auch viele Sterneköche, die anfangen, auf dem Land Wirtschaften aufzumachen. Ja. Und dann machen die so die besten Knödel, die besten Spätzle, beste Kaiserschmarrn. Und sowas fehlt hier einfach. Und ich finde es schade, dass wir, ich will ja gar nicht die Berliner Küche, es gibt ja nicht so viele in der Berliner Küche, was so geil ist. Aber sagen wir so einfach deutsche Gerichte, auch was Schwäbisches, auch was Bayerisches, aber auch irgendwie alte Ostgerichte und das irgendwie auf einen neuen Touch gebracht, das fände ich halt irgendwie geil, weil wenn ich hier geil deutsch essen gehe, dann gehe ich österreichisch essen. Ja, geht mir genauso. Und deswegen war es gestern so eine Neufindung. Da fehlt so ein bisschen diese Abgrenzung. So. Mhm. Und das fände ich, das finde ich so, das fehlt mir so in dieser neuen Bewegung, gerade so persönlich, das ist nicht gerade ganz unsere Aufgabe, aber wir träumen, Kai und ich, wir träumen ja schon lange, das wird irgendwann mal unser Traum werden, auf jeden Fall so einen Biergarten oder so ein Wirtshaus mal hier aufzumachen. Ja, mit Backhandle und so. Aber mit Backhandle, aber auch wirklich mit deutschen Gerichten und auch, also nur, wir haben da 1000 so historische deutsche Kochbücher bei uns liegen. Wo ist bei euch im Büro? Bei uns zu Hause im Büro und wir arbeiten die jetzt schon, ich arbeite die schon seit längerer Zeit so ein bisschen durch. Wie arbeitest du die durch? Kochst du die Sachen nach? Ich lese die halt, viel lesen, im Kopf vorstellen. Ich koche nicht alles nach, aber ich schreibe mir da halt Sachen raus und erarbeite mir sozusagen Ideen, wie man die sozusagen weiterführen könnte. Gerichte, die in Vergessenheit geraten sind. Und dann tauchen immer mal wieder so viele Mehlspeisen auf und so aus diesen alten Kochbüchern. Da gibt es viel Zeug und das ist das nur das, was mir so ein bisschen fehlt in dieser neuen Entwicklung. Dieses radikal Regionale müsste parallel noch so ein bisschen nicht nur die Produkte. Radikal historisch. Ja, sondern die Historie der Küche. Ja. Weil die spielt ja schon, auch wenn wir viele französische Einflüsse haben, spielt die halt eine Rolle. Und die gehört halt genauso mit dazu, wie die Produkte an den Start zu kriegen. Safe. Und das ist so, das ist das, was mir so in dieser Entwicklung in Deutschland fehlt, weil dadurch schaffen wir immer noch nicht, unsere eigene Identität zu kreieren, also in den Gerichten. Also es sind ja nordische Kochtechniken zum Teil oder
Und da würde ich mir einfach wünschen, so urdeutsche Gerichte irgendwie wieder zurück auf die Landkarte zu bringen, ohne die fancy zu machen, aber einfach den besten Pichelsteiner Eintopf, den es gibt, mal zu essen oder so, dass der halt wieder geil ist. Also ich weiß, es ist halt auch kein Essen, wo du sagst, boah, ja, gib her, so im Gegensatz zu einem Fried Chicken oder so, aber so in so eine Richtung dachte ich so, das ist so, oder das ist ganz blöd gesagt, so ein Laden, wo du einfach die geilsten Schinkennudeln kriegst. Ja. So ganz klassische, mit Erbsen? Mit Erbsen vielleicht, aber mit Salat dann. Es gibt ja so die gebratenen Schinkennudeln, diese bayerischen und sowas, aber das mit perfekten al dente Nudeln und das halt einfach, genau. Ich fühle dich. Das wäre so geil. Ich hatte die Hoffnung, dass die es bei euch in der Nähe, dass die es geschafft hätten, sowas aufzumachen, aber war jetzt nicht so die Klinke. Ja. Ich dachte, dass die Klinke das machen würde. Aber hat es nicht so richtig hingekommen. Die machen einfach nur die Gerichte in kleinem Format. Ja, und so ein bisschen fancy aussehen. Ja, genau. Ja. Und das ist der falsche Weg. Ja. Es muss die richtige Portionsgröße haben. Ja. Und es muss entschlackt werden, sozusagen. Mhm. Aber ja, das waren diese ersten Versuche. Es gibt auch irgendeinen in Mitte, der hat auch so deutsche Tapas. Und das, finde ich, funktioniert einfach überhaupt nicht. Ja. Deutsche Tapas. Habe ich auch schon öfter gehört, deutsche Tapas. Ja, das ist Quatsch, finde ich. Weil, naja, wozu soll ich eine Mini-Blutwurst essen oder wozu soll ich einen Mini-Kartoffelsalat essen, wenn das, die Gerichte sind nicht dafür so geil. So. Und das ist wirklich schade, weil wenn jetzt irgendwer nach Berlin kommt und der sagt, ich will mal richtig schön deutsch essen gehen, dann wird es schwierig, muss ich sagen. Wird es echt schwierig. Ich kann nicht durch die Stadt führen, aber nicht in deutsche Restaurants. Es gibt dann am Oranienstraße, bei uns gibt es auch diesen urkrassen Oldschool-Laden Max und Moritz. Mhm. Das ist so eine Bierwirtschaft und der ist alles noch mit dunklem Holz und der ist, glaube ich, der ist schon fast 100 Jahre alt. Und das ist auch endschön, dort zu sitzen, geil zum Bier trinken. Nur leider ist das Essen halt alles so halb convenient. Und wenn das nur irgendwie ein bisschen, trotzdem ist der halt voll so. Ja, klar. Kommt keiner auf die Idee halt, da was Besseres zu machen, aber das wäre perfekt. Aber dann empfehle ich dir wirklich, geh mal zum Schusterjungen. Okay, Weil es ist genau so, du denkst dir, geil, hier drin sitzen, ist auch voll der Laden. Und du hast geile Gerichte. Ja. Aber vielleicht hat jemand von euch da draußen Ambitionen, mal sowas aufzumachen. Das fehlt nämlich wirklich noch. Yeah. Außer natürlich du hast vor, Vladi. Ja, ist gut. Ich würde sagen, dann, ich will dir auf jeden Fall danken, dass du die Zeit genommen hast, heute vorbeizuschauen. Ich darf sehr gerne. Wir kannten uns vorher noch nicht. Nee. Hoffentlich sehen wir sich jetzt mal ein bisschen öfter. Spätestens auf der Internorga. Safe, ja. Die, auf der wir jetzt gerade sind. Weil der Podcast kommt nämlich nächste Woche Sonntag raus. Und das stimmt, ist ja schon nächste Woche. Und dann, vielen Dank an alle draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.